Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ist denn das Gerücht? Benutze die Tubebox in der Kantine. Wollen wir doch mal ausprobieren. Ein Copyright-Strike bekommen wahrscheinlich. Ich höre, du schmeißt bald den ganzen Laden. So sagt man. Mal sehen. Ich nehme an, du hast einen Plan, wie du deine unerhörten Fixkosten angehen willst. Tja, ich würde es nicht unbedingt... Was würdest du gerne hören, BD? Ein Haushaltsdiagramm, eine steuergünstige Investitionsstrategie? Weißt du, ich habe früher sehr lehrreich... Ich denke, dieses hier. Okay, hören wir es uns an. Wohl eher nicht. Sehr schön. Hat sich jetzt ausgerichtet hier. Grausam. So, wir schauen noch kurz in Thomas Laden. Weil wir schon wieder relativ viel Zeug zusammenkommen. Ich denke, ich stöbere ein wenig herum. Toll, neue Musiktracks. Outrider. So ein bisschen Klonrüstung unten dran. Das will ich haben. Fertig. Gute Wahl. Da stand praktisch schon dein Name drauf. Das würde dir gefallen. Hab mich hierfür entschieden. Alle Verkäufe sind endgültig. Drohnengurt. Das hier. Abgemacht. Sieh dir das mal an. Das ist ein cooles Outfit, das gefällt mir gut. Ich mochte diese Klonkrieg-Outfits von den Jedis in Clone Wars extrem gern. So Klonrüstungsteilen. Also alles, was wir in die Richtung kriegen, will ich haben. Ich meine, kann ich da farbenmäßig was machen? Oh ja. Das finde ich cool. Ich meine, obenrum will ich vielleicht mal was anderes. Andererseits ist das jetzt schon ein bisschen arg dreckig unten. Mal noch mal zur Hose. Und mal, also rot-weiß, ja, das schaut besser aus. Schaut so aus wie so Musketierstumpen. Strumpf besser. Also, wer ist dieses hier, zu der wir wollen? Eine Mentorin von mir. Sie hat mich auf Braca vor dem Imperium gerettet und dann durch die halbe Galaxis geschleift. Ihr habt wohl einiges durchgemacht. Ja, ist lange her, seit ich sie gesehen habe. So, wahrscheinlich können wir hier wieder entscheiden, wo wir hinwollen, oder? Oh ja. Das läuft ganz schlecht. Da kackt auch alles andere ab. Tja, da. Wir reisen einfach hin, damit die Frames gleich besser werden. Kälte ist nichts für Lateros, weißt du? Sind zwar immer noch nicht bei 30, aber... Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jeddah. Fliegen wir zur Stadt?
Nein, ich habe gehört, Zia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist Zia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Hey, Carl, schau auf den Holoprojektor. Wir haben einen Anruf von Jeddah. Was ist das hier? Carl Kestis, es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist Zia da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet mit 10 FPS. Solltest du nicht aufbrechen, Carl? Ich wollte nur sicher gehen, dass du okay bist. Was denn? Glaubst du, ich bin nicht okay? Deine Hände haben bei der Landung gezittert. Du hast bei der Landung meine Hände beobachtet? Oh, das ist gruselig. Uff. Also hier läuft ja echt gar nichts. Ich hab gehört, es wären wohl wieder die Schatten. Stellen wir die mal auf den... Ne, ändert gar nichts. Läuft auch nur mit 20. Sah aber nicht mehr so cool aus. Naja, wird sich schon legen. Suchen wir Zias Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Na, jetzt läuft's mit 80 mal. Scheiße. Naja, scannen wir die mal. Sieh dir das an. Lass jetzt mal die Grafik so. Da läuft es jetzt gerade wenigstens. Eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Ich meine, das wird schon irgendwann besser werden. Wie gesagt, ich sage immer, es ist so viel besser als Hogwarts, weil es halt wenigstens spielbar ist. Wow. Was vorsichtig sein. Hogwarts Legacy war halt unspielbar. Das hier kann ich wenigstens aufnehmen. So, eine Abkürzung freigeschalten. Nicht übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Hey, wir dürfen nicht auf den Sand.
ist die Wahrheit, jetzt habe ich ja 20 Wege. Hey, da haben wir uns nur gerade so retten können. Beim ersten Licht brechen wir das Lager ab. Wir haben kaum noch Wasser. Wenn wir keine Oase finden, erreichen wir die Pilgerbrücke nie. Mhm. Oh, hallo. Cheddar-Schriftrollen gibt's also. Komm mal hier hinten weiter. Da können wir hier hoch. Muss auch irgendeinen Sinn haben, oder? Achso, ah. Stimmt, ja. Ich kann mich ja fallen lassen auf den. So, da haben wir die Truhe, sehr schön. Sah gar nicht so groß aus, aber so ein riesen Viech. Was hast du gefunden? Ja, da oben kann man schon irgendwie raus. Muss ich da echt? Lauf. Ich muss da über diese Mini-Dinger springen, kann das sein? Boah. Das ist seltsam. Was ist das? Was ist das? Was muss ich machen? Zersplitterte Tradition. Besiege alle Gegner mit dem Einschwertkampf. Ziel gesichtet. Waffe geladen. Kämpfe gegen dich. Habe Schaden erlitten. Ich spieße dich auf. Noch ich werde dich erledigen. Es kann nicht vorbei sein. Einsatz! Hier vom Angriff über! Nahkampf! Ich bin verletzt! Nimm das! Los! Hilfe! Sim! Ich stell mich an. Ich war jetzt ganz verwirrt, was ich machen sollte. Ich versteh's nicht. Es ist ein Echo der Macht. Aber irgendwie unvollständig. Beschädigt. Und das nicht repariert. So, aber was immer ich getan habe, es gibt also nicht Challenges. Risse in der Macht. Das Echo ist immer noch da. Sie haben mir nichts zu tun. Ich bin getroffen. Fang mich doch, Ehe. Sie werden bleiben. Da sind sie.
Sie ist getroffen. Weitermachen. Wo ist das? Waffe aktiviert. Schaden innerhalb der akzeptablen Parameter. Unter Feinden, fertig. Mit Blastern kommen wir hier nicht weiter. Ich werde jeden Angriff abwehren. Hilf mir! Verfolgung aufgenommen. Nach oben! Auf sie! Ich habe dich erwischt. Für dich! Du Mistkerl! Ich sterbe, du stirbst, wir alle sterben! Ein Punkt für mich! Jetzt geht's hin. Akt nach oben. Mit dir macht's Spaß. Nein. Nee. Du hast mich verfehlt. Nimm das. Du entkommst uns. Wir werden euch alle aufstöbern. Das war gar nichts. Hilfe, BD! Reinschließen! Dafür lebe ich! Oh, wie er sich windet! Jetzt, BD! Das war nicht besonders schnell, aber es war gemacht. Das hat funktioniert. Ist das Ding auf der Karte? Ja. Okay, da gibt's jetzt mal wieder die scheiß Flammenwerfer. Mochte ich am ersten Teil schon so gern. Aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? So, dann waren wir so ein... Können wir noch nicht. Scannen. Was war das denn bitte? Ich sehe ihn! Hey!
mal wieder überhaupt nicht was passiert. Okay. Ja, wir kommen da jetzt erstmal nicht zurück. Hm. Wartet mal, ich muss aber irgendwie... Aha. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Deinen Fähigkeitspunkt erhalten. Dann wollen wir uns hier noch umschauen. Wie sie auf der drübigen Seite. Ah, da könnte man auch irgendwie wahrscheinlich rüber vielleicht. Sehen wir es uns an. Sehr gut. Der Gemeinschaftsplatz. Gegen ein Jedi überleben wir nur mit klarem Verstand. Vielleicht kann jemand in Sias Basis was damit anfangen. Sehr schön, das hilft ganz gut auch gegen die Flammenwerfer. Die anderen Bombenwerfer. Der Fluch. Dachte, ich könnte wegspringen. Okay, also hier ist kein wirkliches Wegkommen. Muss ich nur irgendwie wieder da hoch. Achso, ich habe hier die Abkürzung freigeschalten. Imperiale. Steh auf und kämpfe! Mann, so viel Schaden, es ist so frech. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Speeder zu holen. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Verstanden. Gut, da haben wir den nächsten der Sühnekammer Meditationsplatz. Und weiter. Ein Jetpack-Truppler. Los! Ein Feind unter uns! Ich treffe ihn nicht! Wo bist du denn? Komm und kämpf gegen mich! Ich glaube, ich bin fertig! Hilfe, Monster!
mal, wer da ist. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht, mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt auch. Bereit? Versuch, Schritt zu halten, Lady. So was von bereit. Das kann ich den ganzen. Ein Eindringling! Okay. Der ist mächtiger, als ich dachte. Ich werde sie festhalten. Passt auf, worauf ihr feuert! Schluss mit Ausweichen! Ich brauche eine Minute! Ich bin bereit. Gute Arbeit, Jedi. Cal, die Wand. Oh, da kommen noch mehr. Kommt da denn raus? Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Integrität gefährdet. Gegner wehrt sich gegen Aggression. Da, BD kann den hacken. Systemschaden entdeckt. Sie können nicht entkommen. Das werden Sie bereuen. Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Ah, gibt's nichts, okay. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Das machst du auf Jeddah. Jeddah ist ein Teil der Galaxis, Cal. Ich will's auch gerade sagen. Ich besuche es hier von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Cal. Ein Sturm zieht auf. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Habt ihr Bewegung gesehen? Ihr habt keine Chance. Habt ihr. Greift ihn an! Schnell! Beweist eure Dominanz! Hör auf! Greifen den Schweiß, haltet ihn auf! Du kannst nicht besser sein als ich! Was für ein... Achso, oh, das wollte ich gar nicht. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Was soll denn?
Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Können wir mit so einem Ding reiten, oder wie? Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider. Da. Kannst du es sehen? Ah. Ja. Muss ja wieder erst ihr sagen, wie es funktioniert, was er machen soll. Oh. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Hier durch. Mal wieder was zum Quetschen. Ja, irgendwas, manchmal ist so ein bisschen arg blurry das Ganze. Ich weiß, du steckst nicht, doch nicht fest. Nö, nö. Ugh, Sith Spucke. Der Weg ist versperrt. Tja, der Weg ist versperrt, aber im nächsten Part werden wir uns anschauen, ob wir nicht doch irgendwie durchkommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.